Weißes Gold. Diese Bezeichnung steht zu Recht für das feine weiße Porzellan, welches unter vielen abenteuerlichen und tragischen Umständen im Jahre 1709 von Johann Friedrich Böttcher erstmals in Europa hergestellt wurde. Auf Geheiß des sächsischen Kurfürsten August des Starken wurde unter Böttchers Leitung die erste Produktionsstätte, die königliche Porzellanmanufaktur Meissen, gegründet. Heute noch wird hier, nach Böttchers Rezept, das weltweit geschätzte und begehrte weiße Gold gemacht. Inbegriff filigraner Schönheit und zierlicher Eleganz. We'll be right back.
Tags nur dem Ziel, das den Stein der Weisen schafft. Doch was nützt jede Goldtinktur, ist sie Schwindel und Betrug. Stärke bleibt doch die Natur und die Menschen. Gold machen. Das war der Wunschtraum von Regenten und Alchemisten, von Scharlatanen und Abenteurern um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Seit Jahren wurde die Goldmacherei überall erörtert. Niemandem aber war sie bisher gelungen. Viele dieser armseligen Geschöpfe, die in ihren Goldküchen laborierten, mussten ihre Weisheit mit dem Kopf oder mit jahrelangem Kerker bezahlen. An den Königshöfen aber wurden prunkvolle Feste gefeiert. Nach dem Glanz eines Hofes beurteilte man den Wohlstand des Landes. Von ihm hing sein Ansehen ab. Wie lange aber würde sich dieser übergroße Luxus halten lassen? Das Gold in den königlichen Kassen wurde zusehends weniger, die Armut des Volkes zusehends größer. Gold machen. Das war das Wunder, welches man ersehnte. Das Wunder, das die leeren Kassen füllen sollte. Gold machen, das war das Schlüsselwort. Und in der königlich-preußischen Schlossapotheke am Neuen Markt zu Berlin gab es einen, der von sich behauptete, ein Goldmacher zu sein, der mit Hilfe eines Wunderelixiers, welches ein geheimnisvoller Mönch ihm geschenkt hatte, unedles Metall unter Zeugen in reines Gold verwandelt haben sollte. Der Apothekergehilfe Böttcher. Wie ein Lauffeuer breitete sich die Kunde über die Stadt aus und auch der Preußenkönig Friedrich I. hörte davon. Unverzüglich sollte dieser kostbare Schatz, dieser Böttcher, in königlichen Gewahrsam genommen werden. Man begab sich zur Schlossapotheke, doch rechtzeitig gewarnt, gelang Böttcher in letzter Minute die Flucht. Thank you.
in Preußen entgangen, in Sachsen gefangen. Und der Befehl August des Starken hieß, schaffe mir Gold, Böttcher. Und die Flucht je ein Ende nahm, im Kerker er nun sein Brot bekam, und sein Gold wird es ihn befreien. Was wird sein? Was wird sein? Sein Versprechen hätte es ein. Macht er Gold, macht er Gold, macht er Gold. Eingeschlossen saß er, wie in einem goldenen Käfig. Alle erdenkliche Hilfe ließ man ihm angedeihen. Essen und Trinken wurde reichlich aufgetischt. Man ließ sogar musizieren für ihn, denn er müsse bei Laune gehalten werden, der Goldmacher. Und es vergingen die Jahre. Unzählige Versuche scheiterten. Oft saß er auch nachts noch zwischen Schmelztiegeln und Retorten, mit ihm seine Gehilfen. Und mit von Rauch und Dämpfen entzündeten Augen starrten sie wieder und wieder auf das Ergebnis ihrer Anstrengungen. Umsonst. Die Wundertinktur des Mönches war Betrug. Fällt ihm sein Kopf.
Gott mit des Goldes Fluch, der mich gefangen hält. Der wie ein Leichentuch auf mein Denken fällt. Aus Spuk und Zauberdingen wird niemals Gold. Umsonst ist alles Ringen in diesem Sold. So wird mir nicht gelingen, was ich gewollt. Wie find ich aus der Not, wie bann ich die Gefahr, die mir vom König droht, bring ich kein Gold ihm dar. Und was ein Freund geraten, bringt's mich voran. Statt Gold und statt Dukaten mach Porzellan. Statt Gold und statt Dukaten mach Porzellan. So nehm ich den Gedanken, der den Weg mir weist, dass Porzellan dem Wert des Goldes gleicht. Doch wird's aus fernen Ländern für pures Gold gebracht. Vermag ich das zu ändern mit des Wissens Macht? Gelingt es zu erkunden, wie Ton und Erde fein zu weißem Gold sich binden, werd ich Sieger sein, werd ich Sieger sein. Werd ich klüger sein und kann mich befreien. Und kann mich befreien. Zum Tag gemacht, nur in der Flamme Glut härtet sich das Gut, gibt Antwort auf die Fragen, die mich gequält. Um all das zu erfahren, was noch gefehlt, was die Natur seit Jahren verborgen hält. Was zählen die Jahre schon, sie sind nicht vertan, denn meines Suchens Lohn ist das Porzellan. Die Wahrheit zu erkennen, nur danach strebe ich hin, von Lügen sich zu trennen, darin liegt der Sinn. Darin liegt der Sinn, und so wird er blühen, meines Kopfes Mühen. Wenn ich klüger bin, in der Wahrheit
aus der Lüge bannbefreit. Porzellanschacht Gold gemacht, erwarb sich Ruhm für alle Zeit. Und so wurde weltbekannt, was vor Zeiten er getan. Weißes Gold wird es genannt, unser Meister Porzellan.